Hey Leute, ja, ihr habt euch von mir eine Review zur neuen Palette von Maxime Giacomo in Zusammenarbeit mit Catrice gewünscht und selbstverständlich mache ich das für euch. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle an Maxime. Ich weiß nicht, ob er dieses Video überhaupt sehen wird, aber macht nichts. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass er es absolut verdient hat. Und ich würde sagen, ich labe gar nicht lange drum rum, sondern wir starten mit der Review. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert auf jeden Fall noch meinen Kanal, so könnt ihr mich kostenlos unterstützen. Ich würde mich freuen, wenn wir bald mal die 10.000 Abonnenten knacken würden. Und ja, so verpasst ihr auch keine Videos mehr von mir. Und dann starten wir jetzt. Und das ist hier die Palette von innen, für die, die sie noch nicht kennen. Wir haben hier auf der einen Seite ein paar schöne neutrale Töne, schöne warme Töne, auch passend für den Herbst. Und hier auf der Seite so ein paar Pop-of-Colors, das mir ganz gut gefällt. Und hier hinten sogar so ein bisschen was... ja, gräuliches, kühles, würde ich sagen. Und ich glaube, ich werde mich auch auf diesen hinteren Bereich hier konzentrieren, weil ich nämlich vorhabe, noch ein Drogerie-Herbst-Make-up zu schminken. Und da glaube ich, ergibt sich dann hier diese warme Seite einfach ein bisschen besser. Also ihr werdet auf jeden Fall noch einen zweiten Look von mir bekommen, aber ich würde sagen, wir starten als erstes mit diesen Farben hier hinten. Ich beginne tatsächlich als erstes mit dem dunkelsten Ton und zwar mit der Farbe Shady. Ich möchte so ein richtiges dunkles Smoky Eye machen in die Richtung. Ich positioniere die Farbe hier auf meinem äußersten Augenwinkel. Schwarz natürlich immer ziemlich schwierig. Ich sag mal, es ist oft auch mal schwierig zu verblenden, weswegen ich jetzt heute ein bisschen anders damit arbeite. Also ich werde es jetzt nicht mit dem Blendepinsel auftragen, sondern eher mit so einem Shader und wirklich fest aufs Lid pressen. Das gefällt mir schon mal ganz gut. Ich finde, dass die Farbabgabe schön intensiv ist. Das ist jetzt direkt kein Schwarz, sondern so ein Dunkelgrau. Ich ziehe die Farbe bis hier nach vorne, weil ich so eine Half-Cut-Crease machen möchte. Das ist ja meine Lieblingsart, sage ich mal, so eine komplette Cut-Crease. Ja, steht mir meistens nicht ganz so gut. Also finde ich. Und das sieht schon mal ganz gut aus. Ich mache weiter mit der Farbe Bossy. Und mit der Farbe verblende ich den ersten Ton. Ich finde, dass diese Farbe sich zum Verblenden von diesem dunklen Ton sehr, sehr gut eignet. Gefällt mir wirklich gut. Ist jetzt aber nicht super farbintensiv. Also ich habe es natürlich jetzt sehr soft aufgetragen. Ich kann aber jetzt nicht so viel Farbe erkennen, sage ich mal. Um das Ganze noch ein bisschen weiter auszusoften, werde ich jetzt diesen Ton hier noch verwenden und ihn direkt hier oben dann noch auftragen. Und werde das Ganze einfach mit demselben Pinsel nochmal so ein bisschen aussoften, sodass es einfach so ein bisschen rauchig wirkt. Dann habe ich mir hier jetzt schnell so eine Half-Cut-Crease gezogen mit diesem Produkt, und zwar die P. Louise Base in Weiß. Und auf diese Base werde ich jetzt die Farbe Sassy geben. Wow, die Farbe gefällt mir sehr gut. Wirkt so Duochrome-mäßig. Irgendwie so eine Mischung aus Lila, Grau, aber so ein paar rote Pigmente sind auch noch drin. Den Ton finde ich richtig, richtig toll. Sieht auf dem kompletten Lid sicherlich auch mega aus. Die beiden Töne verblende ich hier mit dem Finger so ein bisschen ineinander. Die Textur von diesem Lidschatten ist so ein bisschen pudriger als das, was ich normalerweise als mein Favorit bezeichnen würde. Sind aber alles, soweit ich weiß, gepresste Pigmente. Und, aber dennoch, finde ich, hat man das recht gut auftragen können. Das Einzige, was mir jetzt noch nicht ganz so gut gefällt, ist, dass es so ein bisschen fleckig wirkt. Aber ich mache jetzt erstmal noch den unteren Wimpernkranz fertig und dann sieht es gleich alles noch ein bisschen besser aus. Die Farbe Shady trage ich mir jetzt hier auch auf meinen kompletten unteren Wimpernkranz auf.
Das Ganze verblende ich mit dem Ton Bossy. Und den hellsten Ton aus der Crease gebe ich jetzt auch nochmal runter, damit es ein bisschen symmetrisch wirkt. Die Farbe Shady baue ich mir jetzt hier nochmal so ein bisschen auf, weil es beim Verblenden einfach so ein bisschen flöten gegangen ist. Also es ist einfach so ein bisschen ausgesoftet oder zu ausgesoftet, deswegen trage ich es jetzt nochmal auf. Das ist aber normal und völlig okay, nichts Außergewöhnliches. Die Kanten verblende ich jetzt noch weiterhin mit diesem Ton. Bei diesen sehr dunkelgrauen Tönen muss man einfach ein bisschen langsamer arbeiten, vorsichtiger arbeiten, was ganz normal ist. Also mir fällt da jetzt nichts wahnsinnig Problematisches auf, sage ich mal. Als Highlighter-Ton werde ich die Farbe High Friends benutzen und ihn direkt hier im Augeninnenwinkel positionieren. Man bekommt definitiv aber einen intensiveren Look, wenn man das Ganze mit dem Finger aufträgt. Da strahlt es gleich noch intensiver. Man presst einfach die Pigmente stärker auf die Haut, sagt man so. Ja, der Look wäre eigentlich fast fertig. Mir fällt nur auf, dass von diesem Schimmerton diese Glitzerpigmente so ein bisschen rumfliegen. Ich habe sie auch hier unten. Ich muss mir vielleicht nächstes Mal eine andere Base aussuchen. Und ich würde sagen, ich mache jetzt noch Lashes und so weiter und so fort. Und dann zeige ich euch gleich den fertigen Look. So, und das wäre auch der fertige Look. Ich bin so gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Mir ist durchaus bewusst, dass es kein gängiger Look ist oder ein Alltagslook ist, aber das mache ich ja auch immer bewusst so bei diesen Palettentests. Ihr kennt mich ja mittlerweile. Und ich wollte einfach, was die Farben angeht, einfach was machen, was jetzt nicht ganz so gängig ist, was es nicht schon so oft gibt. Es gibt einfach schon so viele Looks zu diesen Türkistönen oder auch zu diesem warmen Part. Ich wollte einfach ein bisschen was anderes machen. Ich bin insgesamt recht zufrieden damit, muss ich sagen. Also für den Preis, wenn man überlegt, das kostet 15 Euro, hat man hier wirklich eine sehr schöne Qualität. Also ich habe durchaus auch teurere Paletten, die nicht so gut funktionieren, sage ich mal. Ich bin nicht 100% zufrieden, muss ich ehrlich zugeben. Aber das ist auch so ein bisschen Jammern auf hohem Niveau, sage ich mal. Dieser dunkelgraue Ton, sage ich jetzt einfach mal, ist jetzt nicht 100% leicht zu handeln, wenn man ihn so benutzt wie ich heute. Einfach weil er immer noch so ein bisschen fleckig wirkt. Ich habe recht viel Zeit gebraucht dafür. Also ich bin ein bisschen langsamer gewesen heute als mit anderen Paletten, sage ich mal, oder mit anderen Farben. Wobei ich schon sagen muss, dass bei die solchen dunkelgrauen Tönen das insgesamt immer so ein bisschen schwieriger ist, finde ich jetzt persönlich. Ich habe auch High-End-Paletten, die auch nicht leichter zu handeln sind, sage ich mal. Es ist einfach schon eine recht intensive Farbe, muss man auch dazu sagen. Diese beiden Töne sind jetzt nicht super krass farbintensiv, finde ich, aber die eignen sich sehr gut zum Verblenden von diesem Ton und von daher finde ich es eigentlich ganz praktisch. Ich müsste die jetzt einfach außerhalb auch jetzt mal probieren, einfach mal im äußeren Augenwinkel auftragen. Da kann ich jetzt noch nicht so viel dazu sagen und die sind von der Textur so ein bisschen pudriger als das, was ich normalerweise mag, aber das ist jetzt wirklich eine Kleinigkeit, sage ich mal. Der Schimmerton gefällt mir hammermäßig, ist genau mein Geschmack, ich liebe den. Und der Innenwinkel ist auch bombenmäßig, gefällt mir sehr, sehr gut. Ihr bekommt, wie gesagt, noch einen zweiten Look zu diesem vorderen Part hier, also freut euch die nächsten Wochen drauf, dann könnt ihr noch ein bisschen mehr von dieser Palette sehen. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen mit dieser Review, eine kleine Inspiration zeigen, wie man die Farben so kombinieren kann und wie sie so wirken. Und ja, ich hoffe natürlich, ihr schaltet beim nächsten Video auch wieder rein. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bleibt auf jeden Fall gesund und bis bald. Ciao, ciao!